So, und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Wir gehen jetzt nach Florenz zurück. So, nehmen wir doch den ein bisschen Gold ab. Die brauchen sie nicht so dringend. Und dann mal ab auf unseren Gaul. Mein Ton ein bisschen runter, ist ziemlich laut. Ui. Los, komm, Ezio. Nach Florenz, wirklich nach Florenz reisen? Ja. So, jetzt lädt's kurz. Ui. Stadt wird aufgebaut. Republik Florenz 1478. Ui, das sieht schön aus. Gehen wir gleich mal zu unserem Leonardo. Übrigens, ich habe mal die Framerate runtergestellt bei Fraps, damit es möglicherweise nicht mehr so ruckelt. Hoffen wir, es klappt. Ezio, du lebst ja noch. Ich sag mal nichts. Keiner an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Aha, du hast noch eine gefunden, die aufregend. Das ist schwer zu machen. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprache. Wenn ich viel nicht. Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Hör sich gut an. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Oh, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere. Ich lasse meinen Assistenten einige Puppen zu üben aufstellen. Ey! Intento! Exzentrischer Künstler wieder mal. Worten Taten folgen lassen. Verschiedene Assassinentechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Akzeptieren wir? Also es ruckelt wirklich weniger. So. Ah, jetzt dürfen wir diese 2 Gesundheitsquadrate hinzugewonnen. Klasse. Attentat aus dem Versteck. Cool. Eins gelernt. Machen wir noch das. Und mein absoluter Liebling. Mein absoluter Liebling. Vor allem, wenn man es auf dem hohen Kirchturm macht. So, das können wir jetzt immer noch üben. Aber was machen wir nicht, weil wir es hier schon perfekt können. Also zurück zu Leonardo. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar keinen Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich...
kann mich nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? Labon. Der Fuchs? Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. La Wolpe. La Wolpe ist sowas wie der Diebeskönig von Florenz. Jetzt haben wir unsere Doppelklingen, cool. Okay. Schauen wir auf die Karte. Wählen müssen. Ah, okay, wir müssen dahinter, aber da fangen wir doch erstmal wieder mit dem Aussichtspunkt an. Ja, können Sie zwei Feinde gleichzeitig töten? Ja. Zu schade, dass man nicht drei Arme hat. Oder vier, weil Wachen laufen hier oft in Vierergruppen rum. Hier ist wieder eine Glyphe. Oh, wo ist die Glyphe? Das ist auf jeden Fall eine Feder, die schnappe ich mir gleich mal. Zehn Federn. Hier müsste es irgendwo sein. Da oben ist noch eine Feder, aber ich mir gleich. Habe ich mir auch schnell die Feder, ich will die Feder! Haha, Volltrottel! Hoch. Da hinten ist es. Schaffen wir es doch gleich die Wahrheit. Ah, sieht aus wie ein chinesischer Schriftzug. Such weiter und du wirst finden. Datei freigegeben. Er ist gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, bewirkte seine Kräfte Wunder, dann abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen und unter dem Roten Meer versenkt, Erneuerer der Zeiten. Gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, das ist natürlich der Baum, der Apfelbaum im Garten Eden. Das heißt, wir müssen jetzt den nach Apfel suchen. Ich glaube, da ist das drin. Da ist Dick. Nein, da ist Dicks. Unter dem Roten Meer. Vielleicht suchen wir nach Rot einfach. Das und das. Wo ist noch Rot? Geschafft. SPQR. Der Senat und das Volk von Rom. Inchpitter 34, das Tuch. Ah, Passcode gefunden. Datei freigegeben. Das haben wir schon. 7 Wahrheitsfragmente haben wir schon. Würde mich mal interessieren, wie viele noch in Florenz sind. Datenbank, Orte, Florenz. Noch eins müssen wir finden. Aber jetzt noch schnell auf den Aussichtspunkt hoch. So, und ich denke, ich mache dann auch hier mal einen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
wenn ich den Bezirk soweit erkundet habe. Also, bis dahin.